Zeugnis ablegen vor der Welt. Liebe Schwestern und Brüder, das tut Jesus. Jesus, der ganz vom Vater ausgeht, der das, was er sagt, vom Vater hat, der seine ganze Sendung inklusive seines Todes vom Vater her versteht. Anders kann man Jesus nicht verstehen. Wie versteht man uns? Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, er wird Zeugnis für mich ablegen und auch ihr sollt Zeugnis ablegen. Man kann das zurzeit immer mehr beobachten, dass der Heilige Geist oft bemüht wird. Aber wir sollten uns hüten, ihn zu schnell im Munde zu führen oder ihn für alles zu beanspruchen, was uns denn als Idee gerade so anfliegt. Den Geist Gottes zu beanspruchen, ihn herbeizurufen, sich auf den Geist Gottes zu berufen, heißt, dass man als erstes Jünger Christi sein muss. Und Jünger Christi ist man, wenn man sein Wort bewahrt, so sagt es Jesus hier in den letzten Stunden seines Lebens. Dass man den Geist Gottes so annimmt, wie man zuvor Jesus angenommen hat, weil der Geist Gottes ebenso vom Vater ausgeht, wie Jesus vom Vater ausgegangen ist. Der Geist Gottes ist eben kein Allerweltsereignis. Das ist ein großes Missverständnis auch in der Kirche. Der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch an meine Worte erinnern. Nirgendwo steht geschrieben, dass der Geist neue Ideen gibt. Neue Ideen für neue Pläne oder gar für eine neue Kirche. Die gibt es nicht. Die findet nicht statt. Es sei denn, sie führt erneut in die Spaltung hinein. Der Geist Gottes kommt vom Vater, wie Jesus vom Vater ausgeht. Es gibt eine Übereinstimmung. Und das, was Jesus nicht müde wird, den Jüngern einzuschärfen, es gibt ein Wiedererkennen. Alles dessen, was Jesus gesagt hat, nicht etwas Beliebiges, nicht nur die Sätze, die uns gefallen. Mit der Welt macht Jesus klar am letzten Abend seines Lebens, habt ihr nicht das Geringste zu tun. Es ist geradezu schmerzlich, wie scharf Jesus diese Trennlinie zieht. Sehr scharf und sehr klar. Der Geist Gottes kommt nicht aus der Welt und er zeigt sich eben nicht in der Welt. Er kommt von Gott und er zeigt sich in Jesu Wort, in seinem Lehren, in seinem Tun und in dem, was er stiftet. Das ist das Kriterium der Unterscheidung. Und wir sollten uns hüten, es aufzuweichen, denn es führt in die Irre. Der Weg, dieses Kriterium wirklich zu leben, diese Unterscheidung zu erkennen, ist, sich jeden Tag neu zu bemühen, Jünger Jesu zu sein.